Sie haben genau das genommen, was Paul zum Überleben brauchte. Dr. Emerald. Das hat sie zum wichtigsten Ziel gemacht. Ja, das stellten sie klar. Monarch sperrte jeden Fluchtweg mit Barrikaden und Straßensperren ab. Ich musste aufs Festland, mit einem Auto ging das nicht. Brauchte einen neuen Plan. Okay, los! Beth, du musst mich abholen, die Straßen sind zu heiß. In Ordnung, wo willst du mich haben? Ich sag dir Bescheid, sobald ich irgendwo hochkomme und mir die Brücke besser anschauen kann. Ich denke aber, es wird nicht möglich sein. Ich schau direkt auf die Brücke. Ganz schön viele Monarch-Leute. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich durchschleichen? Vielleicht. Oder ich komm dich abholen, du musst nur Bescheid sagen. Ich sitze hier draußen ziemlich auf dem Präsentierteller. Versuch dich also zu beeilen. Es wäre besser, wenn du mich auf das Boot holst. Monarch ist mir auf den Fersen. Ich mache mir hier nicht gerade Freunde. Wie geht's Dr. Emerald? Schlägt immer noch um sich und schreit rum. Wie lange brauchst du noch, bis du hier bist? Kommt drauf an. Ich schau mal. Paul? Scheiße. Was zum Teufel? Ich gehe besser rein, bevor der Hubschrauber mich sieht. Noch da? Ja, ich suche nur einen Aussichtspunkt. So. We don't know where he is. We can't find him. So we need to look into a replacement. All ponies are made of butter in Night Springs. The Kratzu things happening in Gidu of Niget Spring. We know the old dance. Immer noch kein Sichtkontakt zu Joyce und Wilder. Wir suchen weiter. Ja, apropos. Du weißt, dass schlechte Neuigkeiten? Ist wohl das Motto heute. Das ist mir ich sehe mir die Brücke gerade an. Wenn wir Joyce und Wilder über die Brücke lassen, sind wir arbeitslos. Es wird langsam eng da draußen. Wenn ich nur in die Nähe komme, werden sich Unschuldige im Kreuzfeuer wiederfinden. Na gut. Irgendwelche tollen Ideen? Nur noch stärker. Damit werdet ihr Schweine nie im Leben durchkommen. Ganz ruhig. Laster anschauen. Mal sehen. Unter der Brücke ist ein Pier. Da kannst du mich mit dem Boot abholen. Riesige Benzinwerbung. Nicht zu verfehlen. Schön hell, damit Monarch alles gut sehen kann. Wir haben keine andere Wahl. Wechsle auf Monarch-Frequenz. Ich melde mich. Ich bin in ein paar Minuten da. Also versetzt mich nicht. Okay, wie kommen wir da runter? Wo ist die Rutschstange? Schweine. HQ, hier spricht Gatekeeper One. Die Zivilisten hier flippen gleich aus. Autos aus. Ein Arschloch von Lucky Joe's will uns nicht seinen Laster durchsuchen lassen. Sie haben es von ihm gehört. Wir müssen hart durchgreifen. Nicht sofort losballern, aber wenn es nötig ist, dann... Verstanden. Ja, sprechen wir doch darüber, wie ihr sie zum Schweigen gebracht habt. Hä?
Sprechen wir doch darüber! Wir haben kein Recht, sowas zu tun! Hey! Sie da unten! Kommen Sie hier besser nicht hoch! Monarch hat das hier oben alles abgeriegelt! Ziel wurde unter der Brücke entdeckt. Ich muss zu dem Pier. Es gibt eine Planänderung. Die Anlegestelle ist zu gefährlich. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich bin fast da. Warte einfach 20 Minuten. Ich werde Dr. Emerald nicht gefährden. Ich schaffe es über diese Brücke, koste es, was es wolle. Die Zivilisten hier versuchen, die Absperrung zu durchbrechen. Sie kennen ihre Befehle. Durchgreifen. Um jeden Preis. Das nehme ich.
Danke für die Warnung. Zeit zu gehen. Weiter. Okay, gut, alles in Ordnung. Ich muss nur über diese verdammte Brücke kommen und dann habe ich es geschafft.
Das ist wirklich übel. Ich wusste, ich wäre tot, wenn die Anomalie kollabiert, während ich in dem eingefrorenen Unfall bin. Ich musste festen Boden erreichen und das Frachtschiff war meine beste Option. Ich musste also runter. Du sagst es. Okay. Der eingefrorene Unfall war das reinste Chaos. Ich musste irgendwie einen Weg rüberfinden und einfach das Beste hoffen. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So wurde auch ich zu Quantenmatsch. Versuchen wir es nochmal. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Hier entfilmt sich's wieder an meinen Augen herablaufen. Der Riss wurde schlimmer. So fiel auch ich wieder ins kalte Nass. Okay, jetzt hätten wir einmal alles durch. Ich krieg das hin. Das war gar nicht knapp. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde... Sorry Leute, aber ich habe das Spiel echt lange nicht mehr gespielt. Ich muss gucken, wie die Steuerung nochmal war. Ah! Okay. Letzter Versuch. Wir schaffen es bestimmt. Let's go. Nein. Ich bin immer weiter nach unten, auf das Frachtschiff zu. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Der Weg nach unten war nicht unbedingt angenehm. Der Riss wurde schlimmer. Zeitstränge vermischten sich, waren in heftigen Schlaufen gefangen, verloren Synchronität und stießen ineinander. So würde das Ende der Zeit aussehen. Alles war zerrissen, im Chaos, eingefroren. Und niemand würde es bemerken. Liebesbrot,
Halt still. Na komm, halt still. Okay. Na komm, na komm, na komm. Der Riss wurde größer. Dinge bewegten sich außerhalb der Zeit. Ohne Ordnung. Ganze Zeitlinien überschnitten sich. Und es würde schlimmer werden, wenn wir es nicht aufhielten. Sie begreifen nicht, was Sie da für eine Macht haben. Sie müssen diese Technologie Monarch übergeben. Ich habe gründliche Vorbereitungen getroffen. Sie haben Vorbereitungen getroffen, aber Ihr Plan bietet keine Lösung, das Ganze aufzuhalten. Und wenn ich Wills Maschine repariere, was hoffen Sie damit zu erreichen? Die Zeit endet. Es besteht keine... Hey! Es ist keine Debatte. Ich sah gerade, wie ein Schiff durch eine verdammte Brücke rauschte. Die Zeit läuft uns davon. Und der Riss wird mit jeder Minute größer. Das tut es nicht. Paul ist zum Ende der Zeit gereist. Er hat es direkt miterlebt. Verstehen Sie nicht? Es war notwendig, dass wir die Schritte eingeleitet haben. Ihre Forschung basiert auf der Arbeit von William Joyce. Sie haben ihn geschätzt. Er wusste, dass der Riss entstehen würde, aber er wusste auch, dass er geschlossen werden kann. Will hat einen Weg gefunden, den Riss aufzuhalten. Das hier. Die Gegenmaßnahme. Wir reisen in die Vergangenheit und holen sie. Sie könnten uns helfen, schneller hinzukommen. Oder wir sind einfach unterschiedlicher Meinung. Ich muss die Maschine erst untersuchen. Vorher kann ich keine Versprechungen machen. Nick, bring Emerald zur Maschine. Und behalt sie im Auge. Verstanden. Willkommen im Team, Doc. Ich will sie nicht erschießen müssen. Jack, bevor wir nach unten gehen, müssen wir etwas besprechen. Komm. Welche Edition hättest du gerne? Ein Burger. Soll ich dir einen Burger mitbringen? Sehr kuschelig habt ihr es hier. Rede doch mit mir. Okay, was gibt's? Es ist wegen des Plans. Wenn Emerald die Maschine zum Laufen bringt... Dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010... Und stehlen sie. Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay, und warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Dr. Emerald scheint davon überzeugt zu sein, dass Paul am Ende der Zeit war. Glaubst du, das stimmt? Kann nicht sein. Sonst wäre es sinnlos, es verhindern zu wollen. Warum? Weil es schon passiert ist. Mal sehen, wie weit Dr. Emerald mit der Zeitmaschine ist.
Ja. Ich glaube nicht, dass wir ihr vertrauen können, so wie sie die Gegenmaßnahme angeschaut hat, als ob sie sie schon mal gesehen hat. Sie weiß, wozu sie da ist. Glaubst du, Will hat ihr davon erzählt? Von ihr erzählt? Er hat ja eintätowiert. Will hat es wirklich übertrieben. Als wir Kinder waren, konnte er mir wichtige Dinge nur mitteilen, indem er mit meiner Plüschgiraffe sprach, während ich im Raum war. Wie süß. Und ziemlich schräg. Die können Gedanken lesen. Hat sie den Fehler gefunden? Weiß nicht. Ich schau nach. Jetzt hör auf, Solitär zu spielen. Das Problem ist eigentlich simpel. Das Leistungsrelais ist ausgefallen. Sie müssen eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Dort, wo das Lämpchen leuchtet. Ich werde Ihnen die Leiter herunterlassen. Was ist mit dem Leistungsrelais passiert? Heute Morgen um 7 Uhr gab es einen Stromstoß, als die Maschine aktiviert wurde. Um 7 Uhr? Das sind mehrere Stunden, bevor wir überhaupt hier angekommen sind. Okay. Die Konsole hier hat 2 rote Lichter und 1 grünes. Sie müssen den Strom für die beiden Stationen mit den roten Lichtern zurücksetzen, bevor Sie das Relais wieder einschalten können. Beide Stationen befinden sich hinter der Maschine. Folgen Sie einfach den roten Lichtern. Über der Maschine. Der perfekte Ort für einen Reset-Schalter, Will. Das Ding bringt höchstens meine Grafikkarte zum Schmelzen. Ja, nachdem ich jetzt Kopfschmerzen habe. Was nun? Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Gut, nur noch eins übrig. Ich weiß nicht, ob Sie das zweite so... Sorry. Das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Gut, nur noch eins übrig. Ich weiß nicht, ob Sie das zweite so erreichen können. Vielleicht müssen Sie runterklettern und auf die andere Seite der Maschine gehen.
Das ist doch wohl ein Scherz. Was ist das? Das sind meine ganzen Sachen aus unserem Elternhaus. Er hat alles aufbewahrt. Wahrscheinlich dachte er sich schon, dass du zurückkommen wirst. Jack? Alles klar? Ja. Tschüss. Ist ja irgendwie. Ist das? Ja. Wills persönlicher Psychiater. Willst du ihn testen? Ich glaube, diese Giraffe hat schon genug mitgemacht. Er war hier sehr einsam. Ich frage mich, wie oft der Mittag gequatscht hat. Wahrscheinlich kennt sie den ganzen Plan. Schickt die Giraffe rein. Toto! Das ist meine Unterschrift. Das ist von dir? Und ich bin noch nie hier gewesen. Du bist die Frau auf dem Bild, oder? Und... Jack, ich muss dir was sagen. 1999. Ich war 8 Jahre alt und spielte hinter dem Haus, als eine Frau kam und erzählte, sie sei aus der Zukunft. Sie gab mir sehr genaue Details über Ereignisse, die auftreten würden. Sie gab mir das. Voller Daten, Ereignisse, voller Beweise. Jack, diese Frau... Das warst du. Alles, was ich mir selbst erzählt hatte, trat ein. Jedes Detail, ob gut oder schlecht, passierte und konnte nicht verändert werden. Unser Schicksal ist für uns festgelegt, Jack. Alles, was uns hierher brachte, jedes Opfer, das wir erbracht haben, alles war ein Teil dieses Wegs. Das ist nicht zu ändern. So ist das. Beth. Aber wenn wir diese Zeitmaschine betreten, siehst du es mit eigenen Augen. Okay. Wenn du dir sicher bist, zu wissen, wie das alles funktioniert, dann können wir es auf deine Art versuchen. Sie war es. Sie war diejenige, die die halbe Stadt bemalt hat. Mein Gott. Das Notizbuch war voller Anweisungen, Daten und Ereignisse, die stattfinden würden. Ihr ganzes Leben wurde von diesen Seiten bestimmt. Okay. Bisschen krank, ne? Ja, wir Menschen und unser freien Willen. Warum nicht? Klar ist Routine was Wichtiges, aber die hat ja ihr Leben danach gerichtet. Schau sie dir an. Ja. Puh. Kann man wohl hochklettern. Lämpchen sind grün. Echt jetzt? Ich hoffe, ich bin jetzt unten. Ich bin wieder oben.
Oh mein Gott. Alles wieder von Anfang. Das wird ein langer Tag. Aha. Und die Lampe war die ganze Zeit an. Datum in die Konsole ein. July 4, 2010. Bereit? Nein. Du? Nein. Das ist es. Es gibt kein Zurück. Hey. Warte, warte! Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Fuck! Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Okay. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Ja, das mache ich. Keine Sorge. Ihre erste Reise in die Vergangenheit, 2010. Ab hier sind unsere Aufzeichnungen vage. Sie wissen, wie es ausgeht. Ihr Ziel war es, bei Ankunft die Gegenmaßnahme zu holen. Aber mein Ziel musste warten, denn ich war nicht allein. Hey, Bobby Redford hier am 4. Juli. Und was für ein toller 4. Juli.
Abgeschlossen. Und ich muss wissen, was es mit den Schüssen auf sich hat, bevor ich von hier verschwinde. Was zum... Hier ist jemand. Jetzt ist Beth da. Aber mit deinem... Ich bin's. Hey. Was ist denn passiert? Also dann. Jetzt gibt es kein Zurück. Und sie läuft direkt in die falsche Tür? Dr. Emerald hat mich in die Zukunft geschickt. Ich musste monatelang kämpfen, um einen Weg zurückzufinden. Ich war nicht die Einzige. Halt! Ich bin ihm gefolgt. Er stellte Wills Maschine auf 1999. Den ersten möglichen Ausgangspunkt. Nicht schießen! Alles okay! Alles okay. Ich bin ein Freund. Wer sind Sie? Ich bin Beth Wilder. Es gibt da was, das Sie wissen müssen. Du bist der Grund für die Gegenmaßnahme. Und seitdem bist du hier. 11 Jahre lang. Warum? Warum kamst du nicht zurück? Machen wir uns bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Sie hatte sich verändert. Und in ihren Augen war eine gewisse Schwere. Sie verbarg etwas. Das tat sie schon immer. Was, glauben Sie, hat Beth verändert? Sie hatte aufgegeben. Das muss ich mir jetzt nicht alles geben. Versuchen tatsächlich zu erklären, warum. Warum die so ist, aber. 11 Jahre. Ich werde die Tür entsperren. Also, wo ist Will? Wo ist die Gegenmaßnahme? Die Gegenmaßnahme ist in Williams Labor. Da, wo er sie gebaut hat. Dann gehen wir dorthin. Ja. Das war der Plan. Ich muss das nur öffnen. Meine Sachen sind oben. Was ist hier los? Wir müssen sie holen. Seit wann hat Will ein Graffiti-Workshop? Es gibt so viel, was du nicht weißt. Im Jahr 2016 war nichts von dem hier. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du jemals kommen würdest. Ich muss wissen, ob ich mich auf dich verlassen kann. Ich hab dir mal gesagt, dass unser Schicksal bereits vorgegeben ist. Das glaube ich immer noch. Mehr als jemals zuvor. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Dass wir es zu Ende bringen.
Benötigst du etwas Ausrüstung? Nimm dir, was du brauchst. Der Rest fliegt in den Fluss. Zusammen mit all dem anderen Zeug, das ich mitgebracht habe. Das ist etwas übertrieben. Meine Zeit hier ist abgelaufen, Jack. Ich muss meine Anwesenheit auslöschen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Du bist Paul ins Jahr 1999 gefolgt. Warum ist er so weit zurückgereist? Um Monarch zu erschaffen. Um sich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Du hast ihn überwacht. Und er hat mich überwacht. Okay, die Gegenmaßnahme ist in Wills Labor. Wir finden sie, und was machen wir dann? Wir bringen sie hierher, setzen die Maschine ein, kehren in die Zukunft zurück. Und dann verwenden wir sie, um den Riss aufzuhalten. Das war immer der Plan. Und das ist immer noch der Plan? Ja. Bereit, wenn du es bist, Jack. Alter, was ist denn los mit dir? Als du in die Maschine gegangen bist, wollte ich dir nach, aber ich wusste nicht, wohin sie dich geschickt hatte, wie ich dich finde. Du hast es geschafft. Und nur das zählt. Du hast den Plan befolgt. Was auch immer passiert ist. Wir ändern es. Nein. Wir kriegen das hin. Nein. Wir können es schaffen. Du verstehst es einfach nicht. Es ist nicht zu ändern. Egal, was wir tun, wir kommen immer wieder zum selben Ergebnis. Ich hab's versucht. Wieder und wieder. Ich kann mich nicht zurücklehnen und nichts tun. Du musst loslassen. Jack. Du musst loslassen. Ich hab's gesehen. Das Ende der Zeit. Dort hat sie mich hingeschickt. Ich war dort. Ich kämpfte diesen Kampf mein ganzes Leben lang und ich sah uns versagen. Ich sah, wohin das führt. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch gewinnen können. Jetzt nimm mal erstmal den Sand aus deiner Wahr. Sterben wir bei dem Versuch.